Wir kommen zum letzten Punkt der heutigen Netzwerkkonferenz und dabei wird es gehen um die Auszeichnung von Qualität. Während hier ein bisschen umgebaut wird. Genau, bitte, meine Herren. Danke. Wir nutzen diesen letzten Programmpunkt der Netzwerkkonferenz dazu, die Schulen auszuzeichnen, die im zweiten Zyklus das Peer Review in QIBB absolviert haben. Und dazu darf ich noch einmal Jürgen Horschinek als Koordinator von QIBB auf die Bühne bitten. Sie gehen rauf, runter, da sind Sie wieder. Wunderbar. Außerdem möchte ich den Sektionschef im BMUKK, Theo Siegel, auf die Bühne bitten. So, meine Herren, den meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird das Peer-Review-Verfahren ein Begriff sein. Vielleicht sagen Sie trotzdem noch einmal ganz kurz was dazu. Mit dem? Ja. Gut. Ja, Peer-Review. Warum? Und warum ist das wichtig und was ist das Wesentliche? Ich darf vielleicht auch noch mal ganz kurz auf einige Dinge eingehen, die Böttcher in der Früh gesagt hat. Und dafür gibt es wirklich viel Evidenz. Es nützt nichts, Systeme, Schulen, was auch immer, durch Mühlen der Inspektion und Evaluation zu quetschen. Am Ende sind sie gequetscht und nichts mehr ist da. Es ist keine Kraft da, was zu tun. Es ist kein Anlass da, man versucht nur das zu überstehen und man versucht sozusagen gut dazustehen. Das heißt, Ansätze, die, sage ich mal, externe Entwicklungsimpulse versuchen, in komplexe Organisationen reinzubringen und die das, sage ich mal, mit durchaus einer gewissen Angstbesetzung, einer gewissen Macht und einer gewissen Kontroll mit K Funktion verbinden, erzeugen in dem System unerwünschte Nebenwirkungen, die aber relativ stark sind. Ja, bis zu dem dahin, dass die Schulen natürlich anfangen, das amerikanische Beispiel, ich glaube auch nochmal nachher gekommen, naja, wenn die Performance von schlechten Schülerinnen mir bei der Geldverteilung oder was auch immer am Kopf fällt, dann sorge ich halt dafür, dass die nicht da sind. Damit sind sie nicht dabei, ihre Leistung fließt nicht ins Score ein und ich bin besser. Das heißt, die fangen an zu bewirtschaften. All das braucht man nicht. Ja? Auf der anderen Seite, was kann funktionieren? Funktionieren kann unserer Erfahrung nach, und diese bestätigt sich Gott sei Dank über Peer Review immer weiter, ein Ansatz, der von der Organisation, von der Schule, die sich entwickeln will, soll, kann, gesteuert wird. Gesteuert wird in den Fragestellungen, in der Grundsatzentscheidung, ob man es macht. Gesteuert wird auch in der Auswahl der Personen, von denen sie sich etwas sagen lassen wollen, den Peers nämlich, und die eine Form hat, wo ein wertschätzendes, inhaltlich hochwertige Rückmeldung an die Schule kommt, an den Fragen der Schule orientiert und für den Entwicklungsprozess der Schule geeignet. Und wo die Schule auch nicht dann darüber sagen muss, na was genau ist denn da jetzt kritisiert worden oder vielleicht angemerkt worden oder als Rückmeldung gegeben worden, sondern wo die Schule der nächsten Ebene sagen kann, wir haben das gemacht, wir haben was gelernt, wir bewegen uns auf Grundlage dessen, was wir gelernt haben, jetzt in diese und jene Richtung und machen das. Und diese Information muss der Schulaufsicht genügen. Verletze ich das, liquidiere ich den Prozess, weil ich sofort in Misstrauens- und Kontrollschleifen komme und den Entwicklungsmotor verliere. Peer Review ist ein Entwicklungsinstrument für den Schulstandort, ist eine externe Rückmeldung für die Entwicklung der Schule. Soll so eingesetzt werden, wird so eingesetzt und funktioniert, soweit wir es bislang verfolgen können, sehr gut. Wir wollen das halten und wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo wir im mittlerweile zweiten Durchgang bereits die ersten Schulen haben, die den Prozess abgeschlossen haben. Diese Schulen erhalten jetzt ein Zertifikat. Einige Schulen haben diesen Prozess sozusagen noch nicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. Die befinden sich noch in den letzten Arbeitsphasen. Da werden wir sozusagen diese Verleihung dann zu einem späteren Zeitpunkt nachziehen. Ja, das wäre meine Einleitung hier. Herr Sektionschef Siegel, Sie wollten auch noch ein paar Worte sagen. Ich glaube nicht nur zum Peer Review, sondern überhaupt zur Netzwerkkonferenz.
Herzlichen Dank. Ich darf Sie einmal alle von meiner Seite her begrüßen. Ich finde diese Netzwerkkonferenz besonders mit dem Titel »Wie wird Qualität zur Kultur?« genau das, was derzeit geboten ist. Durch die Antwort, meine Antwort ist darauf, dass so viele begeisterte Menschen wie Sie alle im Qualitätsbereich hier sind und sich einen Tag mit diesem Thema beschäftigen. Weil ich bin davon überzeugt, dass nur durch kulturelle Wandel Netzwerke gebildet werden können, die dann zur Qualität führen. Die Themen, die Sie heute in den einzelnen Untergruppen gehabt haben, wie zum Beispiel Führungskultur, wie Organisationskultur. Und ich möchte vor allem eines vielleicht sagen, ist vielleicht auch vorgekommen, gewisse Verantwortungskultur, die ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig. Wenn wir alle bereit sind, Verantwortung mehr zu tragen, bis hin zum Schüler, zur Schülerin, für seine Erfolge, ihre Erfolge, dann wird das alles natürlich viel schneller ein Erfolg werden. Herzlichen Dank an AquaVet und natürlich auch an die Wirtschaftskammer, an die Hertha Firnberg-Schulen und ja, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch herzlichen Dank, dass Sie diese Veranstaltung hier durchführen und zweitens, dass Sie alle da sind und hoffentlich noch ein bisschen da bleiben, damit wir im Peer-Review-Bereich noch einige Schulen auszeichnen dürfen. Zu Peer-Review, Jürgen Horschinek hat Ihnen ja genau unsere Sichtweise schon gesagt. Wir sehen im Peer-Review ebenso einen kulturellen Anspruch, der auf jeden Fall auf Freiwilligkeit aufgebaut werden soll. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo keine Anordnungskultur gelebt werden kann, sondern wo wir eine Beteiligungskultur fahren müssen und da muss alles auf Freiwilligkeit sein. Und ein weiterer Wunsch von mir wäre noch für Peer Review, dass also dann ein Zertifikat, wie wir sie jetzt dann verleihen dürfen, dann einen gewissen Qualitätsanspruch hat, dass alle, die das auf ihrer Homepage dann veröffentlichen dürfen, wirklich darauf stolz sein können, dass sie sich freiwillig an diesem Prozess beteiligt haben und dass das auch etwas bewirkt, für sie einen Eigennutzen bringt, für die ganze Schulgemeinschaft, für die Zukunft der jungen Leute, für die machen wir das eigentlich alles. Gut, dann gehen wir ans Verleihen. Ich bitte jetzt jeweils die Vertreterinnen und Vertreter der ausgezeichneten Schulen zu mir auf die Bühne. Das ist am Anfang die Berufsschule Mattersburg. Die Berufsschule Mattersburg hat ungefähr 300 Schüler und Schülerinnen in 4 Lehrgängen, 12 Lehrerinnen. Der Schulleiter ist der Herr Julius Steiner. Der Peer-Review-Organisator, der Herr Franz Gscheider, und die Qualitätsbereiche, die im Peer-Review im Fokus gestellt wurden, waren Lehren und Lernen und Arbeitsbedingungen. Ich nehme das Mikrofon. Ich habe natürlich die ehrenvolle Aufgabe, dann noch die Schwerpunkte sozusagen zu verkünden, die in den einzelnen Peer-Reviews gefahren wurden. Die Berufsschule Mattersburg ist mir selbst sehr lange ein Begriff und ich glaube, dass also von den Lehrberufen Karosserie, Spengler und Installation und Gebäudetechnik, die dort in einer ganz kleinen Schule, die also der Gemeinde ja gehört in Wahrheit, das ist ja so ein Sonderfall, wo eine Gemeinde eine Berufsschule betreibt, dass die also ihren Fokus gelegt haben auf Bereiche der Ökologie. Sie fahren immer wieder ökologische Schwerpunkte und natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und dafür herzlichen Dank an euch, dass ihr also das so wunderbar macht. Und ich darf euch das übergeben. Bleiben Sie noch kurz bei mir. Ich würde Sie gern ganz kurz noch um eine Stellungnahme bitten. Was hat jetzt das Peer Review in Ihrer Schule gebracht? Wie haben Sie es erlebt? Also das Zusammengehörigkeitsgefühl ist sehr, sehr stark gewachsen, wie wir begonnen haben, diesen Schritt zu setzen. Und wir waren ganz, ganz begeistert, also Schüler, Lehrbetriebe, Lehrer, von der professionellen Aufbereitung und dass alle Gehör gefunden haben. Und es ist für unseren kleinen Standort ganz, ganz besonders wichtig, dass wir hier Schritte des Verbesserungspotenzials sehen und wir uns hier weiterentwickeln können. Und möchten uns noch einmal recht herzlich bedanken für die Möglichkeit, dass uns das gewährt wurde. Mhm.
Vielen Dank. Ich bitte Sie, auf der Bühne zu bleiben. Es gibt nämlich dann ein abschließendes Foto aller ausgezeichneten Schulen. Ein Einzelfoto auch, genau. Ja. Die nächste Schule kann sich schon bereit machen. Es ist die HTBLA Kapfenberg, deren Vertreterinnen und Vertreter ich auf die Bühne bitte. Kommen Sie einfach weiter. Die HTBLA Kapfenberg hat 1231 Schülerinnen, 122 Lehrerinnen. Schulleiter ist der Herr Ernst Zisser, die Abteilungsvorstände Helfried Kommatz, Wolfgang Czernin und Heinrich Harich sind, glaube ich, auch hier. Einer zumindest, okay. Und die Peer-Review-Organisatorin ist die Frau Sabine Martiniak. Qualitätsbereiche waren auch Lernen und Lehren, Orientierung und Beratung als Schwerpunkt hier, Lernergebnisse und berufliche Verwertbarkeit, Bildungsoutput und Übergang ins Berufsleben. Haben wir gerade von einer kleineren Schule gesprochen, haben wir jetzt natürlich eine Riesenschule in Kapfenberg, die im Herzen der Obersteiermark beheimatet ist und dort die super Aufgabe übernommen hat, sozusagen für den hoffnungsvollen Nachwuchs sowohl in der Industrie als auch im Gewerbe, nicht nur dieses Raumes und natürlich auch mit dem Fokus auf Weiterbildung in den tertiären Bereich hier tolle Erfolge geliefert hat. Herzliche Gratulation dazu. Sie, darf ich um eine kurze Stellungnahme bitten? Wie ist das Peer Review in Ihrer Schule gelaufen? Ja, wir wurden, oder unsere Arbeit wurde professionell angesehen und beurteilt. Und wir haben Sicherheit und Klarheit gewonnen. Sicherheit insofern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und Klarheit darüber, wo unsere Potenziale liegen. Gut, vielen Dank. Darf ich Sie da zum Foto bitten? Die nächste ausgezeichnete Schule ist die Handelsakademie und Handelsschule sowie Bundeshandelsakademie für Berufstätige in Linz. Kommen Sie auf die Bühne, Sie steigen so herauf. So sportlich bin ich. Dann nutze ich mal die Gelegenheit und frage Sie gleich, wie ist das Peer Review in Ihrer Schule gelaufen? Was hat es gebracht? Ja, ich kann mich den Worten des Vorredners nur anschließen. Es war eine ausgezeichnete Möglichkeit, eine Außensicht auf die untersuchten Bereiche zu bekommen. Man wird ja selbst ein bisschen betriebsblind und glaubt immer, alles ist ohnehin perfekt. Und auf diese Art und Weise haben wir eine Außensicht, eine professionelle Außensicht bekommen. Und das, ohne dass wir das aus dem Schulbudget bezahlen mussten. Und ich möchte mich ich bedanke mich in dem Zusammenhang erstens für die Möglichkeit, das machen zu können und zweitens bei meiner Kollegin SQPM, die das Ganze sehr professionell organisiert hat. Gut, vielen Dank. Ich darf wieder ein paar Highlights sozusagen von Ihrer Schule, die wir bemerkt haben, betonen, dass Sie sich vor allem auch im Bereich des Umweltgütezeichen sehr, sehr früh bekommen und vor allem, da sieht man die Vielfältigkeit wieder. Certi Lingua, manchen hier erinnern wird das sicher ein Begriff sein, ein Qualitätsgütesiegel sozusagen einer Schule im fremdsprachlichen Bereich und Ihre Schule gehört zu den zwei Handelsakademien, die dieses erworben haben. Also es ist eine wunderbare Sache. Herzliche Gratulation dazu. Gut. Die nächste ausgezeichnete Schule ist die Hack Linz-Auhof. Ich nutze wieder die Zeit, während hier noch fotografiert wird, um Sie zu fragen, wie haben Sie das Peer Review in Ihrer Schule erlebt? Für uns ist es noch zu bald, jetzt schon Schlüsse zu ziehen. Wir haben erst letzte Woche unser Peer Review gehabt.
Wir haben noch nicht den detaillierten Bericht, aber grundsätzlich haben wir ein positives Feedback bekommen. Und ich selbst war Peer in einer finnischen Schule. Und so meine Erkenntnis war, wie wir auch heute beim Vortrag von Herrn Professor Böttcher gehört haben, dass Unterricht und Verwaltung auseinandergehalten werden soll. Und das macht professionelle Schule aus. Ich selbst habe also das Peer Review auch als sehr nützliche Methode empfunden. Und ja, das hat mir auch sehr viel gebracht, also in finnische Schulen Einblick zu bekommen. Bevor Sie die Auszeichnung erhalten, gibt es, glaube ich, noch ein paar Worte zu Ihrer Schule. Das ist gut, das ist gut. Darf ich an? Ich kann es ja so probieren. Nein, es geht so, ja. Ich darf Ihnen vielleicht sagen, der Herr Direktor Max Dirisamer ist, glaube ich, heute nicht da, aber Ihre Schule, herzlichen Gruß von mir an den Max. Ich weiß natürlich, dass Ihre Schule und besonders die Person des Herrn Direktors über lange, lange Zeit in der Entwicklung von QIBB und den Vorläufern der Qualitätssysteme, die es gegeben hat, ich glaube, Max hat schon in den 90er Jahren einige Kästen angefüllt gehabt mit gewissen Qualitätsversuchen. Und ich glaube, das ist eine der Lehranstalten, wo also QIBB über weite Strecken schon gelebt wird, was ich mir natürlich überall wünsche. Und es wird auch sehr, sehr weit schon gelebt, aber bis wir einen hundertprozentigen Grad bekommen, das dauert noch ein bisschen. Herzlichen Dank und Gratulation für Ihre tollen Erfolge. Ja, Dankeschön. Die nächste Schule, die ausgezeichnet wird heute, sind die Fachschulen für wirtschaftliche Berufe der Schwestern Oblatinnen des heiligen Franz von Sales in Linz. Die Fachschulen haben 162 Schülerinnen, 26 Lehrerinnen, wir gehen wieder in eine andere Größenordnung von Schulen. Die Peer-Review-Organisatorin war die Frau Peter Reisinger und die Vertretung der Schule ist die Schwester Martha Maria, die Schwester Oberin und Schulerhalter, wenn ich das richtig verstanden habe. Qualitätsbereich im Peer-Review waren Leben und Vermitteln von Werten an unserer Schule und das war, glaube ich, heute ja schon oft Thema, nicht? Also Kultur und Werte passt ganz genau. Wie beschreiben Sie denn das Peer Review in Ihrer Schule? Es war eine sehr positive Erfahrung für die Schule, für dieses gemeinsame Arbeiten von unseren Lehrern. Wir haben gute Anregungen erhalten, mit dem weiterzuarbeiten, was bis jetzt gelaufen ist. Dafür danken wir. Vielen Dank. Ja, Jürgen Horschenek hat es gerade erwähnt. Das ist natürlich eine Schule von anderen Größenverhältnissen, wie zum Beispiel Kapfenberg mit 1500, 1600 Schülerinnen und Schülern. Daher natürlich an Ihrer Schule das herausstreichende Merkmal der USP, dass man persönlichkeitsbildende Bereiche sehr, sehr gut hier vermitteln kann und natürlich ein ganz anderes Lehrer-Schüler-Verhältnis entsteht, als wie in großen Bereichen. Das ist natürlich, glaube ich, auch sehr wichtig für uns, dass wir mitnehmen, dass gewisse Größen auch oder dann Zuneigungen Zeit dafür haben, miteinander zu kommunizieren, dass das eine wichtige Sache ist. Herzlichen Dank für den Einsatz und gratuliere. Als nächstes bitte ich Vertreterinnen oder Vertreter der Tourismusschulen Villa Blanca Innsbruck auf die Bühne. Irgendwie müssen wir an der Choreografie arbeiten. Also ich mache da jetzt Kilometer. Die Tourismusschulen haben 450 Schülerinnen, 53 Lehrerinnen. Schulleiter ist der Herr Peter Kreinig. Die Peer-Review-Organisatorin, die Frau Beatrix Kirchler. Qualitätsbereiche waren Lehren und Lernen. Hier vor allem Schlüsselqualifikationen, soziale und kommunikative Kompetenzen, Problemlösungskompetenzen, Projekte und Identifikation mit der Schule, Ziele und Werte auch nochmal und Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis.
Herr Siegel? Ja, ja. Villa Blanca ist dafür bekannt, dass natürlich hier sehr starke Unternehmenskultur gelebt wird, dass also eine hohe Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schule gelebt wird und dass natürlich das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gefördert wird. Ich glaube, das brauchen diese Schülerinnen und Schüler dann in ihrer Praxis, dass nämlich dann, weil einige davon im Bereich der Entrepreneure natürlich auch zu finden sind oder in leitenden Positionen. Und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken, dass das bemerkt wurde. Alles Gute. Ich möchte Sie auch noch kurz fragen, warum würden Sie das Peer Review einer anderen Schule, die es noch nicht gemacht hat, weiterempfehlen? Ich glaube, wenn man so einen Qualitätsprozess über eine längere Zeit durchführt, ist es einfach notwendig, dass man in seinem Tun irgendwann auch jemanden von außen bittet, auf den ganzen Prozess zu schauen. Und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, mich ganz herzlich bei unseren Peers zu bedanken, weil die Peer-Leiterin heute auch da ist. Ich glaube, das ist auch für alle anderen Damen und Herren hierinnen ein Zeichen, es vielleicht auch zu versuchen, denn die Vorgangsweise, die Professionalität und die Wertschätzung, die uns da entgegengebracht worden ist, hat auch bewirkt, dass eine absolut positive Aufnahme in unserem Haus stattgefunden hat, bei den Lehrerkolleginnen und Kollegen, bei den Schülerinnen und Schülern, sodass wir jetzt im Nachhinein einfach sagen können, auch das allein war schon wieder ein Schritt in der Qualitätsarbeit nach vorne. Vielen Dank. Danke. Die nächste auszuzeichnende Schule ist die Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Klagenfurt. Ah, Sie kommen von hinten? Grüß Gott. Ja, die Schule hat rund 500 Schüler und Schülerinnen, 73 Lehrer und Lehrerinnen. Die Schulleiterin und Peer-Review-Organisatorin ist die Frau Marisa Krenn-Wache. Qualitätsbereiche im Peer Review 2008 waren qualitätsvoller Unterricht, Individualisierung und Soft Skills. Das heißt, die Schule war in einem ersten Durchgang schon drinnen. Und heuer war die Schule in einem transnationalen Peer Review mit Finnland. Und da waren die Bereiche Qualität der praktischen Ausbildung und Leistungsbeurteilung. Jetzt dränge ich mich vor und frage Sie gleich, wie ist es Ihnen ergangen mit dem Peer Review? Wie ist es mir gegangen? Es ist ein heißer Prozess, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, selbstgewähltes Hinschauen auf einzelne Teilbereiche und das ist wirklich verbunden mit Aha-Erlebnissen. Also es ist wirklich erspannend, was ich so alles entdeckt habe im Vorfeld, wo ich mir gedacht habe, das wäre wichtig, aber im Detail hinschauen. Und das wirklich Interessante ist aber dann diese strukturierte Art von Fremdwahrnehmung, die zurückkommt und vor allem der Prozess dorthin, dass bei diesen Interviews so viele Ebenen mit einbezogen sind, nämlich die Schüler, die Lehrer, Absolventinnen, Absolventen, aber auch Eltern zum Teil. Das macht es so spannend und wenn man die strahlenden Gesichter sieht, die hinausgehen von den Interviews, also das hat mich wirklich sehr bestärkt, diesen Prozess irgendwie sehr wertzuschätzen. Aber ich möchte vor allem wirklich ein herzliches Danke sagen an Arkavet, denn das ist eine Art von professioneller, aber auch freundlicher und selbstverständlicher Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich. Danke. Bevor ich Ihnen das Zertifikat übergeben darf, freue ich mich ganz besonders, dass es so eine Bank gibt, die sich ja mit einem der wichtigsten Bereiche beschäftigt, nämlich mit der frühkindlichen Erziehung. Wir wissen ja seit langem immer schon, wie wichtig das für uns alle ist und natürlich auch für die nachfolgenden Schulen, dass sie weiterhin im ganzen Qualitätsprozess und in allen Dingen, die also mit QIBB zusammenhängen, weiter voll drauf sind. Herzlichen Dank dafür und herzliche Gratulation. Ich darf Ihnen das übergeben. Und wir kommen zur letzten Schule, die das Peer Review jetzt in diesem Zyklus abgeschlossen hat. Das ist die Handelsakademie und Handelsschule Bruck an der Leitha. Die Handelsakademie und Handelsschule Bruck an der Leitha hat 400 Schüler und Schülerinnen, 35 Lehrer und Lehrerinnen. Die Schulleiterin ist die Frau Ulrike Widersich.
und die Peer-Review-Organisatorin, die Frau Waltraud-Postel. Qualitätsbereiche waren Arbeitsbedingungen und Praxisbezug der Ausbildung. Ja. Hier weiß ich ein bisschen auch wieder etwas und man hat mir natürlich auch einiges aufgeschrieben, wie Sie gemerkt haben. Mich freut es besonders, dass ihr so gut, also sozusagen mit einigen Standorten der neuen Mittelschule zusammenarbeitet. Das ist ein bildungspolitisches Ziel unseres Hauses, wie ja unschwer bemerkt werden kann. Herzlichen Dank dafür, wenn es wirklich in einem guten Zusammen funktioniert, ist das hervorragend. Und das besonders im Bereich von Webdesign und Netbook-Bereichen, das sind die Schwerpunkte, so wurde mir zumindest mitgeteilt. Herzlichen Dank dafür und herzliche Gratulation. Jetzt darf ich abschließend Sie beide noch bitten, Werbung, noch einmal richtig Werbung zu machen für Peer Review. Ja, ich habe mir vorgenommen, die Frage zu stellen, warum haben wir uns für Peer Review entschieden? Naja, wir haben schon gewusst, wir haben Stärken. Nur wie macht man die publik, ohne überheblich zu wirken? Eigenlob stinkt ja eigentlich. Und somit war das die ideale Form, die Peer Review bei uns durchführen zu lassen, eine externe Evaluierung, unabhängig aus verschiedener Perspektive. Und ich muss sagen, es ist sehr gut gelungen. Wir sind voll zufrieden. Natürlich sind noch Schwächen rausgekommen, aber die sind im Verhältnis zu den Stärken minim. Werden wir auch drüber nachdenken. Mein Dank gilt dem Peer-Team. Wir hatten ein absolut kompetentes, nettes Peer-Team, das die ideale Atmosphäre geschaffen hat für eine profunde Evaluierung. Und dem Team von AquaVet für die professionelle Begleitung dieses ganzen Prozesses. Herzlichen Dank. Ja, allen Schulen, machen Sie das Peer Review. Es ist gratis, aber absolut nicht umsonst. In diesem Sinne, danke. Vielen Dank. Darf Sie noch um ein Foto bitten? Sollten die ein bisschen weiter reinrücken? Ah, ein einzelnes, gut, und dann ein gesamtes. Es gibt jetzt ein Foto mit allen Ausgezeichneten. Kommen Sie noch einmal auf die Bühne, bitte. Kommen Sie weiter. Ja. Was ich Ihnen, verehrtes Publikum, noch sagen kann, während hier die Fotos geschossen werden, die letzten. Es gibt noch 5 Schulen, die gerade noch mitten in ihrem Verfahren sind. Das ist die BHAG Freistadt, HLW Amstetten, das ist die Bundeshandelsakademie und Handelsschule Neusiedl. Entschuldigen Sie, mit diesen Abkürzungen muss ich mich erst anfreunden. Es ist das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas der Diözese St. Pölten und es ist die HLW 19 Strasser Gasse in Wien. Gut. Ich darf mich noch beim Herrn Sektionschef Theo Siegel recht herzlich bedanken. Er ist noch mitten im Gespräch. Und übergebe das Wort noch einmal an Herrn Horschenig. So, für heute zum letzten Mal, Sie haben es gleich überstanden. Damit das Ganze funktioniert, das haben Sie auch schon gehört aus den Aussagen einiger der Schulen, braucht es eine Organisation. Jemand muss den Prozess sozusagen professionell von der Supportseite her aufsetzen. Das macht AquaVet zurzeit ausgezeichnet. Wir sind jetzt auch in eine neue Phase eingetreten für den Systemsupport. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Kooperation mit der PH Kärnten in Klagenfurt. Die Frau Rektorin haben Sie heute schon erleben dürfen. Sind sehr froh darüber. Wir haben eine Auswahl getroffen auf Grundlage einer Ausschreibung an die pädagogischen Hochschulen.
weil unser Wunsch ist, sozusagen die mit den Organisationen des Systems auch die zentralen Systemelemente aufzusetzen und die zu betreuen und die abzuwickeln. Das machen wir sozusagen jetzt in der Übergangsphase mit der PH Kärnten und die wird das ab dem nächsten Durchgang dann quasi selbstständig übernehmen und AquaVet wird sich in der Funktion zurückziehen auf die zentral zu leistenden Dinge wie Qualifizierung der Peers, Halten der entsprechenden Unterlagen und Instrumente und der Website, der Qualitätskontrolle und der strategischen Steuerung. Die Entscheidungen, die letztlich dahinter stehen, weil ich habe gehört, es gibt da im System Irritationen, wie das immer so ist. Warum das alles so ist und wie das geht, die werden bei uns in der Sektion getroffen von der sogenannten AG-Evaluation, Arbeitsgruppe-Evaluation, die in der QIBB-Architektur, in der Steuerungsstruktur sich um die Aspekte der Evaluation kümmert. Und hier treffen wir sozusagen die Richtungsentscheidung, wo geht es hin, wie viel Support können wir uns leisten, in welcher Form, in welcher Zeitplanung, mit wem kooperieren wir und wie setzen wir das auf. Das war sozusagen jetzt nur mal so noch eine Information, wie das von der Seite her abläuft. Ich darf mich bedanken bei allen handelnden Personen im Bereich des Peer Review und hoffe, dass wir weiter so erfolgreich fahren können. Danke. Und wir sind damit wirklich fast am Ende der Qualitätsnetzwerk-Konferenz. Ich darf mich bedanken für den spannenden Tag und die rege Teilnahme. Ich wollte Ihnen noch sagen, es ist viel fotografiert worden, es ist gefilmt worden, es gibt eine ausführliche Dokumentation auch der Workshops, der Inputs. All das wird in den nächsten Tagen via E-Mail und später dann auch auf dem Postweg erreichen. Und ich darf noch einmal das Wort an den Leiter von AquaVet, Franz Kramlinger, übergeben. So. Eine Minute noch, ich habe drei Punkte. Der erste ist ein organisatorischer. Wir machen Qualitätsentwicklung, bitte die Evaluationsbögen in Ihren Mappen, die sind eine Grundlage dafür. Füllen Sie es aus und wenn nicht, wir belästigen Sie auch im Anschluss, wir schicken nochmal alles zu. Also wer es jetzt nicht ausfüllen will, Sie kriegen es elektronisch. Der zweite Punkt ist ein Ausblick. Wie Sie haben in Ihren Unterlagen so einen Infoflyer für eine Veranstaltung am 12. Jänner. Wir haben ein Projekt, das heißt WETZERT. Wen es interessiert, wenn es darum geht, Qualifikation von handelnden Akteuren im Qualitätsmanagement, im Berufsbildungssystem, das ist das Projekt. Es gibt eine Zwischenkonferenz am 12. Jänner, gibt eine eigene Webseite, da erfährt man alles dazu. Wir haben auch gesagt, nach der Konferenz ist vor der Konferenz, die vierte Qualitätsnetzwerkkonferenz wird stattfinden im Dezember. Die wird auch mit diesem Projekt WETZERT auch verknüpft sein. Wir wissen das Thema ungefähr, wir wissen, es wird Dezember sein. Wir werden Sie alle informieren. Also wir versuchen, dass wir wirklich diese Information weiterstellen. So, und jetzt bin ich noch der danken darf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen, Workshopleitern beim Podium. Wir haben vorher gesehen, ich glaube, wir haben noch nie so ein gutes Podium gehabt. Das war bis zum Schluss spannend. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und dann habe ich noch drei Stellen, drei Personen, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken will. Einmal, jetzt brauche ich einen Blumenstrauß, Michaela. Die schwätzen, das ist ja unglaublich. Ich möchte mich bei der Julia Fellerer für die Moderation bedanken. Es war für uns auch mal so ein Stück, wir professionalisieren uns auch. Ich sage einfach Danke dafür, drück ihr einen Blumenstrauß ganz uncharmant in die Hand und sage Danke, Julia. Vielen Dank. Sie sehen schon, da steht eine ganze Reihe von jungen Leuten, ich muss jetzt nur 10 Sekunden warten. Ich habe gesagt, ich habe ein tolles Team. Eigentlich muss ich mich bei allen ganz herzlich bedanken. Ohne wen diese Veranstaltung überhaupt nicht gegangen wäre. Daniela, kommst du mal bitte zu mir? Das ist die einzige, die wir nicht gewarnt haben. Die Daniela hat ihre berufliche Karriere bei uns in AquaVet begonnen, vor 4 Jahren. Und sie hat wirklich on the job ihre Sache gelernt. Und die Konferenz hätten wir nicht geschafft. Wir haben so viele Sachen momentan. Wir hätten es nicht geschafft, wenn sie so viel an Routine, an Umsicht und an Know-how da eingebracht hätte. Und dafür, also ich habe zu ihr gesagt, wenn die Julia heute nicht gekommen wäre, das hätten wir geschafft. Aber ohne sie wäre der Laden heute nicht gegangen. So. Und jetzt das allerletzte und dann sind Sie wirklich entlassen. Ich darf einmal die jungen Damen und Herren einmal so raufbitten. Irgendwie wollen wir jetzt einmal ein ganz ein herzliches Danke an die Schülerinnen und Schüler der Hertha-Hirnberg-Schulen.
Malis. Sie sehen, wir haben zwei Gruppen gehabt. Eine Gruppe haben wir vorher gebeten, sind zwei dritte Jahrgänge. Das ist eine Gruppe mit 8 Schülerinnen und Schülern, die haben mit der Organisation, mit der Registration, mit dem gesamten Management rundherum gearbeitet. Und dann sind da die vielen, die dafür gesorgt haben, dass wir heute so gut verköstigt werden. Beides war uns wichtig. Und die Frau Ettler hat im Vorfeld gesagt, ich will aber nicht immer nur als der Caterer dastehen. Aber es gibt eine alte Regel, wenn das Essen nicht gut ist, kann die Konferenz nur so gut sein. Es erinnern Sie alle an das Essen. Und ich glaube, da sind wir heute sehr zufrieden, sehr glücklich. Und wir bedanken uns beim gesamten Team von der Schule, bei den Schülerinnen und bei der Leiterin. Ich sage Dankeschön und kommen Sie gut nach Hause.